Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tekken 2, Tekken 3, das war's. Zur zweiten Folge, heute am 23. Oktober um 14.36 Uhr und in der letzten und vor allem allerersten Folge haben wir das Spiel mit Shaoyu durchgeballert und leider hat sich das Spiel dann zum Schluss verabschiedet, weil ISO-Bugs. Oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt versucht, das Ganze zu bereinigen und es hat nicht wirklich funktioniert. Das, die ganze Geschichte werde ich euch jetzt im Spiel erzählen. Vorher, werde ich das hier natürlich wieder umstellen müssen, denn ich habe das zwei, dreimal versucht und irgendwann habe ich dann auf leicht eingestellt, weil, naja, die ganze Zeit Shaoyu auf hart durchzuballern, macht ja auch nicht unbedingt Spaß, ne? Von daher, so, mal schauen. Ja, das müsste jetzt passen. So, ja, und wir haben dadurch, durch das Durchspielen mit Shaoyu, haben wir Kuma freigeschaltet. Kleine Sache am Rande. Ich glaube, also man hat ja hier wieder die Möglichkeit, ein Spezialkostüm zu nehmen und ich glaube, dass jeder sein Spezialkostüm anzieht, wenn ich selbiges tue, wenn ich mit, wenn ich mir einen Kämpfer mit Dreieck aussuche, Champ, gottverdammt. Ja, League of Legends sage ich da nur. Gott, da habe ich auch schon wieder Sachen zu erzählen, das würde mir kein Schwein glauben. Ach, mir glaubt ja sowieso nie irgendjemand was. Ach, warte, zum Glauben müsste man mich ja erstmal anhören, das ist ja auch schon schwierig. Moment, ich habe gesagt, ich will nicht wieder dieselbe Schiene fahren. Gott verdammt, ja, also, wie habe ich das Problem nun letzten Endes gelöst, beziehungsweise wieso gibt es eine weitere Folge, wenn ich es nicht gelöst habe? Nun, ich habe eine andere Version ausprobiert, ich glaube, das hier ist die Ami-Version, nee, Moment, ich glaube, das ist die europäische Version und das andere war die Ami-Version, die ich getestet habe, und das erste, was mir erstmal aufgefallen ist, ist, dass die ziemlich langsam war, also, das ist jetzt auch ein Grund, wieso ich diese Version hier beibehalte, also wieso ich mir diese hier noch mehr runtergeladen habe. Also ich habe mir eine andere runtergeladen, dann habe ich die gelöscht und als ich das Gameplay aber dann gesehen habe, dachte ich mir, nee, komm, fuck, lädst du nochmal das hier runter, weil die andere Version war ziemlich langsam. Die haben sich da ziemlich langsam bewegt, ja. Ja, wow, er hört halt auch nicht auf. Ich frage mich schon seit Jahren, ob man das irgendwie unterbinden kann, wahrscheinlich schon. Naja, auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Ich muss einfach nur schnell genug Start drücken, bevor er halt die Credits laufen lässt. Und solange es keine weiteren ISO-Bugs gibt, sollte das ja gehen. Ja. Ansonsten, ich komme natürlich gerade wieder vom Livestream, ne? Ich glaube, gestern habe ich ja auch nicht aufgenommen wegen dem Livestream. Ja, das League of Faggots, ne? Also das ist schon richtig assi. Ich kann Vormittag kann ich problemlos fünfmal hintereinander gewinnen. Aber Punkt 13 Uhr, ne, da ist die Kacke am Dampfen. Da hast du dann eine Runde, wo es so im letzten Drittel schief geht und die zweite Runde ist dann komplett für den Arsch. Und dann musst du erstmal wieder 24 Stunden warten. Ich meine, das ist ja an sich, es ist ja kein Problem, ne? Ich meine, wenn du Bescheid weißt, gehst du einfach offline und kommst dann wieder und machst so quasi immer stetigen minimalen Fortschritt. Aber das ist auch irgendwo traurig, ne? Dass du weißt, oh, jetzt ist 13 Uhr, jetzt kommen die ganzen Spasten online, die nicht spielen können. Beziehungsweise hast du halt die Trottel in deinem Team. Vormittags hast du die Trottel, ist es halt andersrum, ja? Das sind die Trottel im Gegnerteam. Aber, nachmittags ist es komplett andersrum, aber egal, ja. Regt mich gerade so ein bisschen auf. Weil ich versuche ja quasi mehr oder weniger krampfhaft auf Gold 5 zu kommen. Und heute hab ich quasi einen Fortschritt von 20, 30 LP oder so gemacht. Also ich habe natürlich noch so ein, zwei Wochen Zeit, also das wird sehr, sehr knapp. Wenn ich das so beibehalte und der Zyklus sich nicht ändert, sollte ich es auf jeden Fall schaffen. Naja, aber abgesehen davon kommen wir mal wieder zum Spiel zurück. Wie gesagt, ich glaube, dass wenn ich Dreieck drücke und mein spezielles Outfit anhabe, dass die anderen das auch tun. Und Yoshimitsu ist in diesem Fall ein Alien mit Lichtschwert. Im zweiten Teil war er, glaube ich, ein Ritter oder sowas, ein Samurai. Und im ersten war er auch ein Ritter, also keine Ahnung, was da schief läuft, ob er irgendwie irgendwelche Metamorphosen
macht, irgendwie ständig die Religion wechselt oder so, aber ja, ist halt so, ne? Verstehe ich nicht unbedingt, aber es ist halt so. Vielleicht wollen sie ihn jedes Mal neu interpretieren oder so. Ich weiß es nicht. Okay, das war, glaube ich, ein netter Konter. Also ein netter Konter auf meine Attacke. Ich glaube, der normale Grab hätte anders ausgesehen, oder? Nee, das sah jetzt genauso aus. Naja. Aber das Spiel an sich ist sehr, sehr. Vielleicht hätte ich beim zweiten Teil auch noch eine andere ISO testen sollen, weil da kam es mir auch so ein bisschen zu langsam vor. Aber vielleicht war es bei dem Teil ja auch einfach so. Was ich hier sehr, sehr cool finde, ist die Tatsache, dass der Charakter besser aufstehen kann, wenn man fällt. Das hat ja bei Tekken 2 ewig gedauert und lag jetzt auch nicht. Ja, ich glaube nicht, dass es an der ISO lag. Ich meine, wenn die ISO Schuld daran gehabt hätte, dann hätte sich der Gegner ja dementsprechend auch langsamer bewegt. Das Problem war ja, dass ich nicht aufstehen konnte, bevor ich einen weiteren Schaden genommen habe, ne? Ich meine, dann wäre das ganze Spiel langsamer gewesen und dann hätte das auch nicht dann wäre das auch nicht aufgefallen, aber so. Naja. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir das. Ich würde mal sagen, wir schaffen das so in unter 5 Minuten, würde ich sagen, ja. Geht mal spontan Wetten ab. Was könnte ich noch erzählen? Oh ja, das. Oh, ich hatte schon wieder beinahe vergessen. Und zwar war der Sound in der letzten Folge ziemlich hart am Limit. Was mich ein bisschen verwundert, weil ich es eigentlich getestet habe. Aber ich schätze, beim Aufnehmen an sich habe ich dann wieder etwas zu leise geredet. Also leiser als bei der Probe. Bei der 2-Minuten-Probe da. Und, im Allgemeinen finde ich, dass der Sound hier nicht wirklich gut abgemischt ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der ISO liegt oder am Spiel allgemein. Es ist so, dass, also falls es euch noch nicht aufgefallen ist, es ist so, dass der Soundtrack viel, viel lauter ist als die Kampfeffekte. Leider konnte ich das nicht verändern. Also ich habe vor der ersten Folge habe ich nachgeguckt, ob das geht, aber das geht leider nicht. Das lässt mich ein wenig. Das lässt mich ein wenig negativ aufstoßen. Das finde ich nicht so in Ordnung. Ich meine, die Musik ist cool, keine Frage, ne? Wieso dreht sich. Hat sich die Kamera eigentlich immer so gedreht bei der Attacke? Das ist jetzt mein neuer Lieblingsmove. Durch den Bauchschlitzen. Ich glaube, in den vorherigen Teilen hat sich die Kamera nie so bewegt bei der Attacke. Ja. Ich fände es ein bisschen schade. Das Soundtrack ist super. Aber der sollte nicht lauter als die Kampfeffekte sein. Ich habe gesagt 5 Minuten. Ist ja klar, dass Heihachi mir die Tufa masseln muss. Der Sack, der ja in der letzten Folge auch keinen ordentlichen Freizeitpark für Shoryu gebaut hat. Wie er, glaube ich, gewonnen hat. Und das war halt so ihr Wunsch, das mit dem Freizeitpark. Okay, gut. Ich schätze, ich habe meine Wette verloren. Dann gehe ich jetzt auf 8 Minuten. Das war so mein zweiter Gedanke, 8 Minuten. Er will es halt auch echt wissen, ne? Nein. Nein, nicht hinsetzen. Ach, nee. Nein, 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 nein. Also, ich habe auf jeden Fall so das Gefühl, als hätte ich in diesem Teil ein wenig mehr Kontrolle als im zweiten Teil. So. Zumal muss man ja auch dazu sagen, ich habe ja dann, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwann Shoryu auf Leicht gespielt und da bin ich auch 2-3 Mal gestorben, also. So heftige Unterschiede gibt es da gar nicht. Ja. Also von daher. Ich habe ja auch gesagt, dass ich damals eigentlich alles auf leicht durchgespielt habe. Und naja, so ein krasser Unterschied war da gar nicht. Schaut euch mal das an. Das hätte jetzt auch locker der leichte Schwierigkeitsgrad sein können. Gott verdammt, ich hätte so locker die 5 Minuten schaffen können, wenn Heihachi nicht da gewesen wäre. Ja, nochmal. Bezüglich des Soundes, ja, ich habe das jetzt dementsprechend runtergedreht. Also ich hatte das, glaube ich, auf 17%, jetzt habe ich es auf 12%. Da wollte ich jetzt kein Risiko eingehen. Also das war schon echt grenzwertig. Ja, schaut euch das an, Leute. Hätten wir locker schaffen können. Naja, gut. Zwischensequenz!
Und hier muss ich Start drücken, ja, damit das Ganze funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, am Ende der in Tekken 2 war das ja so, dass der Yoshimitsu diesen Dr. Boskonovic irgendwie, oh, das sind heftige Grafikbugs, aus dem Helikopter geholt hat und ich habe die Zwischensequenz, die Endsequenz gerade so ein bisschen mit anderen Augen gesehen, weil ich habe mich damals so minimal gefragt, wieso der nicht alleine gelaufen ist. Ich meine, klar, Yoshimitsu ist schneller und so, ne? Und deswegen hat er ihn getragen, aber der kann ja gar nicht laufen, ne? Das ist ja so das Ding. Der Dr. Boskonovic kann ja nicht laufen, deswegen hat er den getragen. Nicht, weil er irgendwie zu langsam wäre. Vielleicht der doch schon, aber. Naja. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Tekken 2. In der nächsten Folge schauen wir mal, wen wir so dann durchballern, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.